Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley. Heute haben wir den 3. im Winter. Und das heißt, wer gut auf den Kalender geschaut hat, heute hat jemand Geburtstag, und zwar der liebe Linus. Da schaue ich jetzt, was ich dir mitbringe. Aber zuerst muss ich mich natürlich um meinen Hof kümmern. Und um die zerbrochene Brille natürlich, die wieder sehr nötig war. So, und was? Wo ist der Köder von? Zieht alle Fische an. Fasernkäfer. Ach, ich habe kein Käferfleisch. Mist. Bin ich gerade von Fischen. Vergrößert die Fischleiste etwas. Das wäre auch nicht schlecht. 10 Schleim, 5 Hartholz. Das werde ich doch noch haben. So, dich nehme ich mal mit. Dann geht's ab zu den Tieren. 5 Schleim, 10 Hartholz. Anders. So, hallo, hallo. Alles lieb haben. Dann erstmal das Heu auslegen. Dann ein Ei da oben hinpacken. Nehmen wir mal das hier. Und das hat keinen Stern. Und dann gehen wir weiter. Oh, das funktioniert auch richtig gut. Dann haben wir dich mal lieb, liebe Kuh. Und dann melken wir dich. Sieht heute wirklich glücklich aus. Das freut mich. Ja, ja, ich weiß. Ich habe dich ja schon gemolken. Und eine richtig gute Milch. Aber leider, wenn man so möchte, nur in Anführungszeichen eine Milch. Und keine große Milch, die ich noch bräuchte fürs Gemeinschafts- und auch für eine Goldqualität. Richtig gut. So, ich musste gerade so lachen, weil ich daran denke. Obwohl, ich sage das jetzt nicht. Das gehört sich vielleicht nicht unbedingt in dem Video. Muss ja nicht immer gemein sein, oder? Nein, muss ich nicht. So. Dann wollte ich 5 Hartholz. Und 10 Schleim. Wo habe ich denn das alles wieder? Ich finde mich doch nicht zurecht. In meinem Saustall hier. Da ist auf jeden Fall Iridium-Erz. 5 Hartholz und 10 Schleim. 1, 2, 3, 4, 5 und 10 Schleim. Sag nicht, ich habe 10 Schleim nicht mehr. Das fände ich nicht so gut. Da nicht. Da auch nicht. Jetzt wollte ich wahr sein, dass es an 10 Schleim scheitert. Gut, zur Not gehe ich einfach in die Mine. Da bekomme ich dann meine 10 Schleim, aber das hätte ich mir anders vorgestellt. Nein, ich möchte nichts verkaufen. Ich möchte nochmal die Kisten durchsuchen, dass ich sehe, dass ich hier 10 Schleim habe. Was ist denn heute los mit mir? Wo bist du denn? Da. Ah. So, der Herr wird vermutlich nicht lange halten, weil er aus Kork ist. Dann graben wir hier um. Dann gehen wir zum Clint. Prähistorisches Werkzeug. Hatte ich das schon? Nein. Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Richtig gut. Dann wollen wir zum Clint einmal reden und einmal eine Geode aufbrechen. Und dann beim Gunther den Ding vorbeibringen. Ja, natürlich. Ich war zu früh. Hallo. Erstmal bitte eine Geode aufbrechen. Und natürlich ist nur Lehm drin. Wie hätte ich auch erwarten können, dass was Sinnvolles drin ist. Was die Erze gebracht, die ich haben wollte. Großartig. Diese Erze scheint von guter Qualität zu sein. Du kannst sie natürlich behalten. Ich wollte nur sehen, wie es örtliche Geologie so läuft. Und hier deine Bezahlung, wie versprochen. Hey, was brauchst du? Gar nichts. Ich wollte eigentlich hierher klicken. Und das Kupfererz einsammeln.
Richtig gut. Bald habe ich die 10.000 für die nächste Stufe Gemeinschaftszentrum. Hallo Gunther, ich bringe dir ein prähistorisches Werkzeug vorbei. Und ich bekomme leider wieder keine Belohnung. Nicht so gut. So. Dann wollen wir doch mal unser Glück versuchen am Teich an der Mine. Ob wir jetzt ein bisschen bessere Chancen haben. Auch wenn ich ehrlich gesagt meine Zweifel habe, ich halte mich einfach noch zu schlecht beim Angeln. Viel zu schlecht beim Angeln, so rum. Ach, ist das dann der glitzernde Felsen, wo der entfernt wird? Und was bringt mir das dann? Ist dann hier die Wasserqualität besser und ich bekomme andere Fische? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Wenn wir da mal irgendwo hinkommen. Hallo? Fische? Oh doch, die ist doch ganz schön erhöht. Und ich denke, die kriege ich auch, wenn ich... Auch wenn ich den Schatz einsammle. Ja, ein Barsch. 10 Kupfererz, die nehme ich doch glatt mal mit. So. Was beißt als nächstes an? Wo es geht. Du bist doch der Stör. Und ich krieg dich doch wieder nicht. Das kotzt mich an. Das ist doch wirklich zum... Ich sage jetzt nichts. Darf doch nicht wahr sein, ich hätte gern den Stör, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich hätte das nämlich gern fertig. Das ging gar nicht. Wenn du so in der Gegend rumspringst, dann kannst du das leider vergessen. Lieber Stör. Da hilft mir dann die größere Fischleiste auch nicht mehr so viel. Ein neuer Rekord vom Zwergwels und ein perfekter Fisch, glaube ich zumindest. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Man weiß es nicht. Besonders wichtig die Grünalge. So, komm jetzt bitte allen Stör. Und zwar so, dass ich dich fangen kann. Das ist doch kein Stör, das sehe ich doch schon wieder. Dafür war es perfekt. Und zwar ein Zwergwels, aber kein neuer Rekord. Oh, stimmt. Linus hat ja heute noch Geburtstag. Dem muss ich ja noch was zum Geburtstag schenken. Das hätte ich fast vergessen. Stör. Ich krieg die Krise. Ich krieg echt die Krise mit dem Fisch, ganz ehrlich. Absolut die Krise. So, jetzt würde ich sagen, gehe ich heim und hol was für den lieben Linus. Nicht, dass ich das noch vergesse. Und in der Zwischenzeit kann ich ein bisschen was verkaufen. Richtig gut. So, du kommst weg, du kommst weg. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Gut. Dann schaue ich, ob ich vielleicht irgendwo eine Süßkartoffel finde. Müsste ich doch noch haben. Ich eine Schneesüßkartoffel, ich weiß nicht, ob er die auch mag. Aber wenn gar nichts geht, dann bekommst du auch eine Schneesüßkartoffel. So. Kommst da rein. Du wirst hier verkauft. Goldmayonnaise, richtig gut. Sieht nicht danach aus irgendwie, ne? Ob ich die noch hätte, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass ich die aufgehoben habe. Aber vermutlich täusche ich mich gerade einfach.
darf doch nicht wahr sein. Oder ihr habt sie schon längst entdeckt und ich bin einfach nur dumm. Das würde mich nicht mal wundern. Wird's halt echt nicht. Wie viel hat er noch? Ja, ein bisschen mehr wie die Hälfte. Das ist ein Razor Toon. Ich dachte gerade, das sieht so ein bisschen störhaft aus, aber ich weiß ja, dass ich noch nie einen gefangen habe. Gut, dann wird es wohl die Schneesüßkartoffel werden. Wenn ich keine echte Süßkartoffel mehr habe. Obwohl ich das gerade nicht verstehe, weil ich war mir sehr sicher, dass ich die noch hatte. Aber gut, vermutlich täusche ich mich einfach. Oder wie gesagt, ich habe sie übersehen. Wenn ich sie übersehen habe, ist das dumm. Aber ich glaube, das merkst du auch. Ich hoffe es doch. Ich möchte dir kein Geburtstagsgeschenk machen, wo du dann nachher hast oder so. So. Dann wollen wir doch mal, lieber Linus, wo stehst du? Oder wo bist du? Ich weiß es nicht. Da unten bist du schon mal nirgends. Was gibt es hier? Steine. Natürlich. Hallo, Maru. Bist du in deinem Zelt, lieber Linus? Eine Winterwurzel. Nein, bist du nicht. Wo bist du denn? Ach ja, dann stelle ich mich halt dahin und angel und schaue, ob ich ihn im Blick behalte, wenn er wieder kommt. Ich wollte ja sowieso weiter angeln und versuchen, den Stör zu bekommen, auch wenn ich sehr bezweifle, dass ich das schaffe. Bei dir kann ich das riskieren, denn ich glaube, ich kriege dich trotzdem noch, trotz Schatz. Und schon wieder ein Zwergwels. Und regefrorene Geoden, sehr schön. Kann ich dann morgen zum lieben Clint mitnehmen? Heute nicht, denn ich möchte heute hier noch einfach ein bisschen angeln. Und auf Linus warten. In der Hoffnung, ihn zu finden. Bleibst du bitte da? Ich werde sehr verbunden. Was ist denn los? Meine Hose hat wie so eine kleine Verzögerung gerade. Und das regt mich gerade tierisch auf. Fisch, bleib mal bitte in dem Bereich, wo du hingehörst. Bitte. Ja, Leute, seht ihr das? Wir haben einen Stör. Richtig gut. Den bringe ich jetzt erstmal ins Gemeinschaftszentrum. Und danach kehre ich zurück und schaue, wo Linus sich rumtreibt. Beziehungsweise, außer du stehst hier irgendwo. Nein, tust du nicht. Richtig gut, einfach richtig gut. Ach, ich hätte jetzt noch zu Clint können, wenn ich mit der Bahn gefahren wäre. Aber hey, das ist jetzt schon so. Kommt mir hier irgendwo ein Linus entgegen? Nein, sieht leider nicht so aus. Wo steckst du denn? Gehst du zur Feier des Tages etwa in die Kneipe? Es wäre dir vergönnt, tatsächlich. Dann habe ich vermutlich alle. Was heißt hier die Beschreibung? Lebt im Gewässergrund, ist in seinem Bestand gefährdet. Die Weibenläbchen leben bis zu 150 Jahre. Schade, dass in seinem Bestand gefährdet ist. Das finde ich nicht gut. Verkleideter Dreher, der metallene Anhänger und die farbenfrohen Luftstangen sind ein verlockendes Spektakel für Fische. Erhöht die Beißrate von Fischen. Dann bekomme ich vermutlich nicht mehr so viel Müll. Und hier fällt mir nur noch der Sandfisch. Und da weiß ich nicht, wo ich dich kriege. Und das finde ich schade. Aber immerhin. Ich habe alles. Mist. Ich wollte nichts chatten. Ich weiß auch nicht, wo er das jetzt hingeschickt hat. Aber gut. Soll mir auch egal sein eigentlich. Ich bin nur gerade, die S-Taste hat sich blockiert und die ganze Zeit ist sie gelaufen. Hey, machst du einen Verzögerung? Ja, ich komme zu dir und rede mit dir. Oh, Corny. Oh, Robin.
Ich war ganz in Gedanken versunken über ein paar neue Schreinerei-Projekte. Bei dir läuft alles okay. Wie steht es um das Balkenwerk deiner Hütte? Ganz gut, aber wo du es erwähnt, ich könnte mal schauen. 10.450 Holz. Nein, bin ich nicht interessiert. Ist mir zu teuer. Hast du im Haus schon eine Küche? Kochen ist ein wenig wie Laborarbeit, okay? Sonst noch jemand da? Nein, sieht nicht danach aus. Gut, gut. Ja, und das untere Zimmer komme ich ja sowieso nicht, weil da Sebastian wohnt. So, jetzt hoffe ich, der Linus ist wieder daheim. Denn ich würde dir gerne eine Schneesüßkartoffel geben. Auch wenn es mich ärgert, dass ich die richtige Süßkartoffel nicht finde. Es kann doch nicht wahr sein. Ich weiß, dass ich dich habe. Hier ist er auch nicht, aber hier ist was zum Ausgraben. Gemischtag. Oh, doch, hier bist du. Du warst im Bad. Was machst du denn da? Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Ich bin mir sicher, dass du verstehst, warum ich fremden gegenüber skeptisch bin. Aber lassen wir das hinter uns, okay? Du und ich sind jetzt Freunde, denke ich. Das freut mich. Das freut mich wirklich, von dir zu hören. Wo ich schon mal hier bin, kann ich ja mal schauen, ob es noch irgendwo so kleine Stühlchen gibt. Sieht aber nicht danach. Was ist hier denn? Hm? Okay. Irgendwas, was mich noch nicht vorbeilassen will. Kommt vermutlich später oder gar nicht, aber ich vermute, es kommt irgendwann später mal. So, hier gibt es nichts mehr. Sehr schön. Das heißt, wir gehen wieder zurück, würde ich sagen. Ja, würde ich doch sagen. Dann war der Tag heute durchaus erfolgreich. Meiner Meinung nach zumindest. Habe ich sonst noch irgendwas? Nein. Packe ich mir die da hoch, dass ich das morgen nicht vergesse. Aber richtig gut, wir haben einen Stör gefangen. Ach so, nachts am Ozean. Ja, aber da habe ich heute ehrlich gesagt keinen Bock. Das mache ich schon vielleicht morgen. Also so gar keinen. Obwohl. Wir haben ja noch Zeit, ne? Ach, warum eigentlich nicht? Wir haben ja noch Zeit. Bin zwar nicht mehr besonders motiviert und das wird vermutlich auch ein Fisch, der sehr schwer zu kriegen sein wird, aber probieren geht über studieren, oder wie war das? So, gibt's was Neues? Ja, wer möchte denn was von uns? Kaulbarsch mal 3. Habe ich bestimmt nicht mehr. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich den überhaupt kriege. Vermutlich im Teich, oder? Hatte ich die schon? Ja. Okay, das finde ich nicht besonders appetitlich, aber gut. Muss ich ja auch nicht. Die wird auf jeden Fall verkauft. Und ein komisches Tier. Dich sammeln wir doch und dich graben wir um. Eine Winterwurzel und eine Schneesüßkartoffel. Das war schon fast klar. Während ich angefangen habe, das zu sagen, war ich noch nicht. Wusste ich noch nicht, was rauskommt, aber es war mir fast klar, dass da was rauskommt. So. Wo ich gerade dabei bin, kann ich auch darüber schauen. Dann nehme ich doch dich mit. Dich mit. Und dann schauen wir mal. Vor ein paar Folgen waren wir jetzt schon im komischen Altar, wenn man so möchte. Und da wurde uns dann mehr oder weniger mitgeteilt, dass unser Opa am Anfang des dritten Jahres zurückkommt. Und ich weiß nicht, was das heißen soll. Und ich möchte jetzt nicht böse sein, aber ich weiß auch nicht, ob mir das recht gefallen möchte. Denn unser Opa ist ja... Da sieht die Textur ein wenig komisch aus. Die Schneeverschneidebank hier. Denn unser Opa ist ja, glaube ich, der Lage im Sterben, wo er diesen Brief geschrieben hat. Das heißt, er kommt als Geist zu uns zurück, oder wie sehe ich das?
bin ja mal gespannt, wie das dann sein wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gefällt mir Stardew Valley unheimlich. Und ich kann mir echt keinen Grund vorstellen, warum ich das aufhören sollte zu spielen. Was ist denn los gerade? Irgendwie tut das alles nicht so, wie ich das möchte. Ist das dieser komische Oktopus? Ich hoffe es doch. Nein, ein weißer Thun. Seit wann stellt der sich denn so an? Oh, jetzt habe ich wieder ein volles Inventar. Das darf doch schon wieder nicht wahr sein. Ein Treibholz kann doch weg. Auf seit wann stellt der weiße Thun sich so an? So, zweimal angeln noch, würde ich sagen, und dann gehen wir heim. So. Noch ein weißer Thun. Natürlich hat er eine andere Qualität, weil, warum auch nicht, ne? So, das letzte Mal angeln. Außer es weist irgendein Müll an, dann eigentlich vielleicht nochmal. Ja, aber dem scheint nicht der Fall zu sein. Wie war das im Ozean? Da bist du dir sicher? Ein Hellbutt. Was möchte ich denn wegwerfen? Komm, die prähistorische Rippe. Vermutlich hätte die mir viel Geld gebracht, aber jetzt ist es halt so. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich unbedingt brauche oder machen wollte? Nein, habe ich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt nach Hause, würde ich sagen. Da stand aber schon Ozean, ne? Im Ozean an Winternächten. Okay. Für meine Begriffe ist nachts, aber vielleicht hat es einfach nicht sein sollen heute. Dich kann ich leider nicht mitnehmen, denn ich habe schon ein volles Inventar. Hallo Willi. Na, unterwegs noch? Kohlwars, wo gibt's denn den? War das nicht der Fisch, den ich brauchte für Demetrius? Dann gibt's den am Teich an der Mine. Es wird spät. Ja, ja, ich bin ja schon so gut wie zu Hause. So, Hering hebe ich mal auf, weil ich nicht weiß, ob ich dich noch habe oder nicht. Du kommst weg. Heilwut kommt weg. Winterwurzel kommt weg. Ach, das kommt auch weg. Das auch. Zwergwels auch. Hering lasse ich mal. Dann setze ich die. Ach, ich denke, das ist auch schon so drin. Ich brauche morgen ja wieder Platz fürs Heu. Dann gehen wir ins Bett. Ja. Und wir haben einiges verdient, was ich richtig, richtig, richtig gut finde. Das heißt, vielleicht gehe ich heute ins Gemeinschaftszentrum und hole mir. Kam die heute? Ja. Und hole mir ein weiteres Bündel vom Tresor. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Du willst bestimmt wissen, wie du an verfeinerten Quarz kommst. Wirf einfach gewöhnlichen Quarz in den Schmelzofen. Dann brauchst du noch einen Kohleklumpen, um das Feuer anzufachen. Das weiß ich bereits. Wir haben leider keine Post. Schade, schade. Aber unsere Pflanzen sind schon bewässert, ne? Das funktioniert. Ja, gut. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, die Schnecke kommt mal da runter. Wo ist, da ist mein Köder. So. Und Lehm natürlich. Was hätte es noch anderes sein sollen? Gemischte Stahl oder Steine natürlich. Hätte noch anderes sein können. Aber das wäre es dann vermutlich auch gewesen. Und das lasse ich jetzt mal in der Hand. Damit ich nicht die Eier dahin lege. Damit ich im. Würdest du da bitte weggehen?
damit ich im Kuhstall noch Heu auslegen kann, ohne wieder mein ganzes Inventar sortieren zu müssen. Jetzt muss ich es nur in Anführungszeichen zu die Mayonnaise-Maschine. Sie schaut hier wirklich glücklich aus, das freut mich. Dann wollen wir dich mal melken. Ja, ja, ist gut, dass du glücklich aussiehst. Hat jetzt nicht funktioniert. Warum nicht? Eine große Milch, richtig gut. Ein großer Krug voll Kuhmilch. Dann kann ich dich heute auch im Gemeinschaftszentrum abgeben. Das läuft ja gerade richtig. Habe ich sonst noch was? Den komischen Kohlbarsch. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, ob ich das heute machen werde. Ach so, ich hätte zuerst zum Clint können. Egal. Machen wir es halt andersrum. Gehen wir zuerst ins Gemeinschaftszentrum. Wie viel zahlst du nochmal? 150, aber ich darf den Fisch behalten. Das wäre eigentlich gar kein so schlechtes Angebot. Ja, ja, vielleicht schaue ich. Der war auch für ein Bündel. Muss ich mal schauen, ob ich rausgebe und ich brauche den. Gehen wir zuerst mal zum Tresor. Und ich wollte schon wieder zum Schmelzofen gehen. Ah, ich war schon richtig. Oh, das tut weh, wenn so viel Geld verloren geht. Und wir bekommen einen Blitzableiter. Jetzt sollte unsere Farm doch halbwegs blitzgeschützt sein. Und die große Milch kommt natürlich darüber. Aber da ist in der Küche, oder was das sein soll, ist auch noch immer kein Bündel. Das finde ich etwas seltsam. Nein, nicht Handwerker. Tier bitte. Und eine große Milch. Dann brauche ich noch drei davon. Zwei davon. Ziegenmilch, Wolle oder Entenei. Das heißt, ich muss irgendwann auch mal meine Stelle verbessern, würde ich sagen. Aber ich denke, das Tresorbündel geht erstmal vor. Aber jetzt brauche ich 25.000 Gold. Ich denke, das wird eine ganze Weile dauern. Wer möchte denn etwas? Kupfererz mal 30, ob seltene Edelsteine drin sind. Das würde ich doch auch machen. Dann würde ich vielleicht sogar, damit ich nicht 100-mal zu dir hinlaufen muss, das jetzt gleich machen. Und das mitbringen. Dann mit dem Lore zu dir fahren. Was heißt mitbringen? Ich werde das zweimal raus und wieder reintun. In der Hoffnung, dass das wieder oder immer noch zählt. Eine Schneesüßkartoffel und eine steine Winterwurzel drin oder vielleicht gemischte Saat. Tatsächlich gemischte Saat. Richtig cool einfach. Dass ich das schon wusste. So. Oh, ich hätte die alle in die Mayonnaise-Maschine mal packen sollen. Und da hat es Kling gemacht. So. Rede mit Clint, richtig gut. Die Schnecke kann ich verkaufen und das war's auch schon. Und jetzt wollte ich noch schauen, ob das das war. Ach, da kann ich nicht mehr reinschauen. Mischt. Mischt in gemachte Bündel kann ich nicht mehr reinschauen. Ich wollte schauen, wo man den Kohlbarsch herkriegt. Aber gut, dann werde ich das eben versuchen müssen, im Teich zu angeln. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Da hast du leider Pech gehabt. Lieber Willi. So, jetzt rede ich mal zuerst mit dir. Was die Erze gebracht, die ich haben wollte. Ausgezeichnet. In diesen Erzen stecken keine seltenen Edelsteine, aber kein Problem. Hier hast du deine Erze wieder und deine Bezahlung wie versprochen. Das Geschäft läuft in letzter Zeit etwas langsam. Du solltest deine Werkzeuge verbessern, ich könnte das Geld gebrauchen. Ja. Nee, aber du darfst Geoden aufbrechen und da verdienst du doch auch was. Nein, das wollte ich ja nicht. Ich wollte Geode aufbrechen. Dich hatte ich doch schon. Glaube ich zumindest. Oder hatte ich einen Ozeanstein schon? Dich hatte ich doch auch schon.
Und drei Steine hatte ich ganz sicher schon. Wenn sie stimuliert werden. Ja, euch hatte ich beide schon. Das darf doch nicht wahr sein. So. Dann was wolltest du, Forellenbarsch oder Kohlbarsch? Kohlbarsch. Dann angle ich jetzt mal ein, zweimal hier. Und schaue, ob hier Kohlbarsch anbeißen. Und sonst gehe ich an den Teich. Denn ich kann jetzt ja leider nicht nachschauen. Du bist ein schwerer Fisch, du bist sicher kein Kohlbarsch, weil Kohlbarsche waren vergleichsweise einfach. Meine ich mich erinnern zu können. Du bist ein Hecht. So. Interessant. Wie sieht's aus, liebes Spiel? Was bist denn du für ein Fisch? Du bist doch schon wieder ein Spezialfisch. Ich weiß nicht, ob ich dich kriege. Eher nicht. Nein, ich krieg dich nicht. Du warst doch schon wieder so ein komischer Fisch. Das finde ich gar nicht gut. So, liebes Spiel, dankeschön. Das kann ich doch vergessen. Eben. Dann angle ich halt im Teich. Da ist das vermutlich etwas besser. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass das im Teich... dass der Kohlbarsch im Teich lebt, aber vermutlich irre ich mich. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ist doch schon wieder ein Stör. Jetzt brauche ich dich ja aber nicht mehr und ich kriege dich eh nicht. Dein Angelgerät ist kaputt. Ja. Macht mir jetzt gerade nichts. Oh, da drüben sind Bläschen. Dann gehe ich doch mal dahin. Und darf nachher nicht vergessen, dass ich die Stielchen noch brauche. War das gerade ein Eichhörnchen oder was war das? Oh, sie ist schon deutlich kleiner ohne den, ohne das Gerät. Das muss ich ja zugeben. Wenn ich nicht weiß, was die komischen Bläschen da bringen. Ich beiße mehr Fische an. Ich weiß es nicht. Das war perfekt und du warst was? Ein Kohlbarsch. Jetzt brauche ich nur noch zwei weitere. Ach, das ist doch schon wieder der Stör. Dich lasse ich entkommen. Das wäre es mir auch nicht wert gewesen. Na, komm. Verschwinde. Das ist doch wieder so ein... Ich weiß nicht, was das für ein Fisch ist. Auf jeden Fall ein komplizierter als der Kohlbarsch. Und es war ein Kohlbarsch. Ich will nie mehr was sagen hier. Ich liege doch immer falsch. Ich möchte auch ein Kohlbarsch sein, dann hätte ich nämlich die drei Fische, die ich brauche für den lieben Willi. Kehre zu Willi zurück. Das mache ich doch glatt. Aber vorher grabe ich einmal gemischte Saat aus. Damit ich weiß, dass es sich nicht gelohnt hat. Aber es hätte ja sein können, dass was für Gunther drin ist oder so. Ich muss echt mal mehr Zeug sammeln für Gunther. Das geht ja mal gar nicht. Ich hätte nämlich irgendwann gerne die Kollektion vollständig. Aber ich glaube, da bin ich noch meilenweit davon entfernt. Aber so ein bisschen mehr finden... glaube ich, würde mir gar nicht schaden. Hallo Louis, was treibst du gerade so? In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Manchmal werfen wir sogar eine Münze in die Jukebox. Ich merke es mindestens einmal in der Woche vorbeizuschauen, auf den neuesten Stand zu kommen. Ja, vielleicht würde ich das ja tatsächlich machen. Morgen Abend oder so, da ist ja immer viel los. Wie heißt's? Am Freitagabend ist die Kneipe ja immer voll besetzt. Mit vielen Leuten. So, was verbirgt sich da? Ein dekorativer Fächer. Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Richtig gut. So. Willi, bist du da? Ja, bist du.
Ich möchte dir deinen Kolbas geben. Hey, du hast es geschafft, Corny. Kolbas ist ein aufregender Fang, oder? Sie verstecken sich immer an den seltsamsten Orten. Also, hier ist deine Belohnung. Glückwunsch, Dankeschön. Wie? Ich würde dir meine Gedanken verraten. Aber die sind leider ein Fischereigeheimnis. Trotzdem vielen Dank für deine 150 Gold. So, und sogar noch mehr verdiene ich, wenn ich das Zeug dann verkaufe. Richtig gut. Denn die Fische kann ich ja verkaufen. Auch noch, er hat sie ja gelassen. So, dann nehmen wir mal die Muschel mit und den Müll mit. Natürlich, und wir haben schon wieder ein zugemülltes Inventar. Hallo? Okay. Hat funktioniert, sehr schön. Dann lege ich mir mal den Blitzableiter da hoch, denn den muss ich heute auch noch anbringen, irgendwo auf meinem Hof. Gehen ja schon fort die Orte aus, auf ich check auch einfach zwei nebeneinander. Einfach, weil warum auch nicht. Obwohl ich glaube, dass das dann nicht sehr effektiv wäre, aber hey, dann ist es halt so. Vielleicht auch noch nicht, für was ich Batterien brauche, aber vermutlich wird sich das noch im Lauf des Spiels ergeben. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja noch weit davon, was heißt, ich wollte gerade sagen, ich bin noch weit weg vom Ende des Spiels, aber was ist überhaupt das Ende des Spiels? Ich kann das ja eigentlich unendlich lange weiterspielen. Was ich gern würde, aber ich glaube, zumindest beim Aufnehmen, wäre es irgendwann nicht mehr interessant für euch zum Zuschauen. Oder zumindest wäre es sehr aufwendig zum Aufnehmen. Wo lege ich denn dich jetzt hin? Einen dekorativen Fächer. Lege ich dich da hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lege dich da hin. Und dann war es das auch schon wieder. Denn mehr kann ich leider dir nicht vorbeibringen. Das ist schade. Habe ich sonst noch Müll dabei? Nein, habe ich nicht. Dann lege ich dich mal da hoch. Denn dann kann ich den Müll in die Recyclingmaschine packen. So, Bushaltestelle bitte. Und dann sind wir heute ziemlich früh fertig. Würde ich mal so meinen. Eine Winterwurzel und eine Schneesüßkartoffel. Und prähistorische Handaxt. Kennt die Gunther schon? Nein. Reicht mir das noch? Vermutlich nicht. Probieren werde ich es trotzdem. Aber vermutlich bin ich genau um Punkt 18 Uhr da. Es hat noch funktioniert. Gerade so. So, prähistorische Handaxt für dich und leider immer noch keine Belohnung. Schade, schade war's. Dann werden wir mal wieder zurückfahren auf die Farm. Und das war gerade sehr knapp. Aber immerhin, es hat funktioniert und das reicht doch, würde ich mal meinen. So, die durchweichte Zeitung kommt mal bitte in die Recyclingmaschine. Und dann stelle ich vielleicht da oben noch einen hin. In die Nähe von meinem Kätzchen. Weil, warum auch nicht eigentlich, ne? Wahrscheinlich werde ich den da oben vergessen. So, dann hacke ich mal diesen einen Stein da weg. Sich hier in die Nähe von meinen beiden Bäumen mogelt und hoffe, dass die da wachsen. Ich hoffe es wirklich. So, habe ich schon was vor? Ich glaube nicht. Dann verkaufe ich mal das Zeug. Das war ja nichts mehr für Gunther. Nein, gut. Den Hecht hebe ich auf, würde ich meinen. Das kann alles weg. Den Hering hebe ich auch mal auf. Dann muss ich nochmal zur Mayonnaise-Maschine. Und da nehme ich ein Ei reinstecken. Mayonnaise-Maschine, da bist du, sehr schön. Hatte ich mein Kätzchen heute überhaupt nicht lieb und habe ihm auch kein Wasser gegeben. Das geht ja mal gar nicht hier. Dann fülle ich die Gießkanne auch wieder auf. Das ging sehr schnell mit den Fackeln. Dann verkaufe ich die halt auch gleich mal, würde ich sagen. Und ich würde auch meinen, dass ich danach dann schon ins Bett gehe. Ja, wäre ich doch sehr dafür. Gut, gut.
Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge Let's Play Stardew Valley. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.